Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir sind jetzt auf dem Weg, oder wir machen uns jetzt auf dem Weg. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Eine Pistole. Wir wollten doch da hoch, oder? Also hier hoch, ne? Warte. Ja, letztes Mal waren wir hier in der Gegend, glaube ich, und da wollten wir diese Schlaufe machen. Aber jetzt sind wir hier oben gespawnt. Schrotgewehr benutze ich halt nicht, ne? Fähigkeitspunkt. Dann gehen wir hier hin. Dann Maschinenpistole benutzen wir eigentlich auch nicht. Finden Sie Ramon Valleys. Gut, dann, genau, fliegen wir erst dahin. An sich können wir dann auch, ja, Schrotgewehr, das benutze ich halt nicht. Also, genau. Dann, wie gesagt, fliegen wir dahin und dann Richtung neues Gebiet. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ja, oh, flapp, 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 flapp. Oh, da ist ein feindlicher Helikopter. Ah, unter uns. Ah, wieso explodiert hier immer irgendwas irgendwo? Das macht voll viel Sinn und so. Dann landen wir mal. Da ist sowieso schon ein Flug. Oder so ein Hubschrauber-Landeplatz. So, dann wollen wir mal schauen, wer uns da entdeckt hat. Da ist doch niemand. Ach, die da drüben oder was? Nee, das sind doch... Das sind doch Typen von mir. Ah, wer hat uns dann entdeckt? Hä? Naja, egal. Na, egal. Das werden wir dann sowieso gleich sehen. Das sind unsere Feinde. Naja, vielleicht, weil wir irgendwie ein Helikopter sind, ein feindlicher, haben sie sich gedacht. Feinde im Bereich, Augen auf. Ah, jetzt sind die Feinde hochgeploppt. Na gut. Setze Drohne ein. Na schön. Ach so, das ist ja wieder so einer, wo wir, was wir da, also wir müssen das aufspringen, ne? Höchstwahrscheinlich. Damit habe ich ja gute Erfahrungen. So. Wir müssen ganz nach oben, ne? Erstmal Muni holen. Ah, haben wir voll. Da ist eine Kartellauszeichnung.
bei mir sammeln. In Bewegung. Kommt ihr? Ich, Granate kommt. Come mierda, culeros. Jetzt haben sie Probleme, ihre Einsätze zu koordinieren. Los, Feuer! Roger. Ich wusste nicht, ob er aufgegeben hat oder nicht. Gibst du auf? Scheiße aus. Ja, hinter mir war noch einer. Ah, verdammt. Du siehst scheiße aus selber. Ah, danke. Sind alle tot? Glaub schon. Gut. So, ja, nächstes Mal einfach baller ich die einfach tot. Gibt's hier noch was? Ich glaube nicht. Gut, das war's. Granate fliegt. Nehm das. Naja, okay. Gut, dann hole ich mir wieder die Granaten zurück. Und dann fliegen wir weiter. So, mal schauen. Was gibt's da? Was ist das? Ja, genau, die Maschinenpistole. Hier gibt's ja. Ja, hier habe ich fast alles gemacht, oder? Ja, hier halt nicht. Was ist das? Maschinending? Fertigkeitspunkt. Wir können ja kurz das da machen. Und dann das da und dann sind wir ja da. Gut. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Sind alle da? Noch nicht. Bitte alle einsteigen. Vielen Dank. Hui! Ah, sehr schön. Lassen Sie alles stehen und liegen. Wir erhalten gerade einen Auftrag, der oberste Priorität hat. Was ist zu tun? Ich brauche Sie als Support für Operation Watchman. Support? Ich kenne den Mann. Verarschen Sie ihn nicht. Sonst füttert er Sie mit Ihrer eigenen Leber. Ich stelle jetzt durch. Ja. Ah. Ich bin hier durchgefahren, deswegen. Nomad, hier ist Matchwood. Hören Sie mich? Matchwood? Ich höre Sie laut und deutlich. Ich bin ohne mein Team hier im Land. Die Dame sagt, ihr seid harte Burschen, die die Gegend kennen. Sagen Sie, was Sie brauchen. Wir kümmern uns drum. Ich brauche jemanden, der mir Rückendeckung gibt. Ich melde mich, sobald ich in Position bin. Alles klar. Hören Sie, spielen Sie hier nicht die Cowboys.
Gehen Sie leise vor. Legen Sie keinen um, bevor ich es nicht sage. Verstanden? Verstanden. Das ist eine Tarnmission. Sam Fisher! Match vor Ende. Wie es aussieht, spielen wir Aufpasser für Sam Fisher. Alter, das ist ja Sam Fisher. Ist es geil. Ist es geil. Ein Kumpel von mir, der zu Paladin 9 Security gegangen ist, hat mit Fisher in Südamerika zusammengearbeitet. Er hält ihn für einen richtig harten Kerl. Absolut zuverlässig. Aber niemand, den man zum Familienessen einlädt. Ich schätze, er hat einiges durchgemacht. Als Kind hat er die Eltern verloren. Jemand hat den Tod seiner Tochter vorgetäuscht. Er wurde angeschossen, abgestochen, gefoltert. Doch der Bastard ist nicht tot zu kriegen. Wie Rasputin oder so. Man muss schon verdammt stark sein, um nach so viel Scheiß bei der Stange zu bleiben. Fischer hat jahrzehntelang Seite an Seite mit dem Tod gelebt. Das ist echt hart. Manchmal denke ich über das Böse nach. Das wir zum Wohl unseres Landes tun. Wir gehen ins Ausland, nehmen ein paar Leben oder ruinieren andere. Ich würde es wieder tun, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde wie Sam Fisher. Tja. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Also, Sam Fisher, dem müssen wir eigentlich schon helfen. Markiere einen Hauptmann. Da ist noch einer. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gut. Das war Nummer 1. Ja, da ist gleich Nummer 2. Glaube ich, da stehen. Und der hinten, also links oben, der kommt jetzt halt auch. Kann man hier irgendwo rein? Position gehen. Ich habe das Ziel. Er ist tot. Sehr schön. Du. Oh, super. Gut. Habe ich wieder Simultanschuss? Verstanden. Unterwegs. Auch eine neue Position. Ziel erfasst.
Ziel markiert. Hab ihn, er ist tot. Gut. Well played, guys. Gut, well played. Gut, dann holen wir uns den Helikopter. Ich fliege. Was macht ihr auf dem Dach? Bereit, dreh auf. Ist auch eine coole Idee, auf dem Dach. Aber wenn man da erwischt wird, dann hat man halt schwer, da ist die Fluchtmöglichkeit sehr schwer. So. Na cool, das ist ja gleich da oben. Da in der Nähe. So. Hubschrauber stehlen und Rebellen gegen Kartelle helfen? Was gibt's Besseres? Was ist da passiert? Egal, wir holen mal den Hubschrauber. Ich meine, ihr habt jetzt einen fetteren neuen. Ah, da vorne. Ah, ja, hier waren wir doch schon mal, ne? Hier haben wir, glaube ich, schon mal was abgegeben. Hier fahren wir mal hin, hier. Wichtige Aufklärungsdatei. So. Super. Alle da, Herr Kommissar, und wir fahren weiter. So, mal schauen, ob ich eine Flasche mit einer Hand aufmachen kann. Nee, kann ich nicht. Entschuldigung. So, weiter geht's. Oh Mann. Ein alter Klassenkamerad von mir hat übrigens den Helikopterführerschein gemacht und fliegt jetzt einfach Leute rum. Das ist echt krass. Also man verdient da ziemlich gut, aber was er mir erzählt hat, ist, dass der Führerschein an sich extrem teuer ist. Also die Ausbildung zum Helikopterpilot hat ihn, glaube ich, 15.000 Euro oder so gekostet. Und ja, das muss man halt auch einfach mal so haben, ne? Also er hat sich's schwer verdient. Und also er hat Schulden aufgenommen. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Und so weiter, also... War nicht leicht für ihn, aber hat sich anscheinend sehr gelohnt. Hey, hier ist eine Gruppe Sicarios. Wo hast du sie? Neben der Kiste mit den Funkgeräten. So, dann Drohnen, Gaudi. Die Drohne ist oben. Wum. So, mal schauen. Also, da ist einer. Da ist einer. Da drin sind wahrscheinlich noch welche. Also, da drin sind wahrscheinlich noch welche. Suchscheinwerfer. Naja, solange es keine Lautsprecher, also Hi, wie geht's dir? Oh nein, das ist der, also ein Typ, den wir uns krallen müssen. Warte, hier sind total viele. Ziel mit Maschinenpistolen. Okay. Dass die halt, dass die Rebellen einfach durch solche Gebiete durchfliegen können, durchfahren können. Ist halt ein kleines bisschen lächerlich. Aber egal. So, ich glaube, wir haben alle. Gut. Also. Dann schauen wir mal, was wir von hier oben machen können. Also, den da können wir... Nee. Also, von hier oben können wir fast nichts machen. Weil... Hier sind Lichtpaneele. Ja, ja, schon klar. Wenn wir den killen, das sieht er. Und er. Also, wir müssen... Warte, okay, ich bin unterwegs. Den da und suche den da bitte. Wie er das okay, Ziel markiert. Ziel erfasst. Bin bereit.
Okay, das ist schon mal gut, dass das schlecht, dass da jetzt davor geht. Das da ist sehr schlecht. Schöner Headshot. Sehr schöner Headshot. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich. Gut. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Auf diese Felsen. Ah, Sam Fischer wäre stolz auf uns. So. Ja, bitte nach vorne. Okay. Ja, dann knie ich halt hin. Knie dich hin, aber egal, okay. Hinlegen ist auch in Ordnung. Kann ich den echt von hier erwischen? Ah, das ist der, ne? Also dann bitte einmal hier den da. Einmal hier den da. Suche eine bessere Schusslinie. Ich sehe das Ziel. Mein Ziel ist weg, zu markiert. Ja, mein Ziel ist jetzt aber auch weg. Okay, Ziel markiert. Ja, meins aber nicht. Gerade hätte ich ja den erschießen können. Aber ich wusste nicht, ob der den dann sieht. Verdammt. Ja. Nee, das ist jetzt zu gefährlich. Okay. So, jetzt werde ich ihn von hinten schnappen und danach räumen wir hier alles auf. Ich sehe zwei UNITA-Soldaten. Sag mir wo. Sag mir wo. Geht der nicht weiter? Der braucht sich nur umzudrehen und ich bin... Okay. Okay, nichts passiert. Scheiße. Natürlich kommt der jetzt her. Ich wollte... Ah, stimmt. Ah, die darf man ja nicht wirklich anfassen, sonst sind sie gleich tot. Verdammt. Oh, das ist ärgerlich. Hm.
Ah, das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ja, wenn man... Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. So, ich wusste gar nicht, dass sie hier das halbautomatisch gemacht hat und nicht vollautomatisch. Uiuiui, eigentlich wollte ich gerade Dauerfeuer machen, aber egal. Ja, okay, gut. Gut, also hier erstmal für die kleinen Kinder. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So, mal schauen. Wir haben eine Spur von Casitas Helfer. Bowman meint, ihn auszuschalten, hilft Casita lahmzulegen. Gehen wir es an. Mhm. Gut. Dann holen wir uns erstmal das nächste Ausrufezeichen, aber das machen wir erst in der nächsten Runde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye.